Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sehr, sehr großes Aussortiert-Video für euch und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin durch meine Sammlung einfach mal so grob durchgegangen und habe ein bisschen was aussortiert und ich habe mir auch überlegt, dass ich demnächst mal so eine große Sammlungsreihe machen werde oder ein großes Sammlungsvideo, das weiß ich noch gar nicht. Ja, aber es ist jetzt schon mal im ersten Rutsch einiges gegangen. Es ist auch so, dass ich immer wieder ja auch teste für euch, also dass ich neue Produkte teste oder Produkte einfach mal wieder in die Hand nehme und verwende und wenn sie dann einfach nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen oder vielleicht schlecht geworden sind oder, dann werden sie halt einfach meine Sammlung verlassen müssen. Und das ist einfach mein Job, ne, dass ich Produkte für euch teste und reviewe und dementsprechend habe ich hier eine entsprechende, ja, es wechselt hier halt immer mal wieder. Und nun, das betrifft nicht nur Beauty-Produkte im Schminkbereich, sondern auch im Pflegebereich, aber auch Tools, die ich hier habe. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr super gerne euch in den Kommentaren suchen und finden, gegebenenfalls Tauschpaket gründen, Gruppen gründen. Und genau, weil meine Sachen, die ich hier habe, gehen sowohl an Mitglieder, Kanalmitglieder von diesem Kanal halt oder in Trash-Pakete und Tauschpakete und. Ja, ich starte einfach mal hier mit etwas. Das ist ein tolles Produkt, dieser Spiegel, aber ich habe jetzt einen neuen, den ich mir bei Purish bestellt habe von Style Pro, den ich auch sehr, sehr gut finde. Der macht nämlich auch wirklich Licht von vorne, von so ein bisschen von unten auch. Ne? Ich finde, dass die Videos dadurch auch einfach besser durchleuchtet sind. Und ja, das hier war mein ehemaliger Spiegel, den ich natürlich vorher noch sauber machen muss. Und dieses Licht, was hier drin war, hat leider nie so wirklich funktioniert. Und ja, also ich mochte den gerne. Den kannst du auch so kippen, ne? Habe ich mal bei Amazon gekauft. Hatte auch verschiedene Vergrößerungsgeschichten, was ich auch sehr gerne mochte, dass man das halt auch so bewegen konnte. Aber ja, der hat jetzt einfach mal ausgedient und darf Platz für den neuen von Style Pro machen. Mit dem fühle ich mich auch wirklich sehr, sehr wohl und hoffe, dass der auch sehr, sehr lange seine Dienste hier tun wird. Da kann ich mein Handy anschließen und so ein Kram, wie man das so möchte. Dann habe ich hier die Bare Minerals Bare Pro Contour Palette aussortiert. Ja, ich kann da halt nicht viel von verwenden, im Prinzip gar nichts, weil der ist mir zu dunkel, der ist mir zu warm und der ist zu hell. Ja, was soll ich dann damit? Ich glaube, den habe ich selber mal aus dem Trash rausgenommen und der wird halt einfach weitergegeben. Die ist ja aus Versehen reingekommen, die wird bleiben. Dann habe ich hier ein Parfüm, das Zarco Perfume The Muse. Das habe ich letztens auch mit euch verwendet. Das ist in meinem Full-Face Adventskalender-Video gewesen. Beim ersten Auftrag war das wundervoll. Es hat richtig gut gerochen, so wie ganz frisch gewaschene Wäsche und super angenehm. Ich habe nur fürchterliche Kopfschmerzen davon gekriegt und das war nicht cool. Dann habe ich hier die Coral Lights Palette von Catrice, die mich einfach nicht catcht. Also du kannst hier mit dem Pinsel nicht so wirklich schön in den Fännchen drin rumrühren. Das nervt mich tatsächlich. Wir haben hier Highlightertöne drin, vor allem Highlightertöne und einen einzigen relativ matten Blush. Alles andere ist schimmernd und ja, nee, also das muss dann nicht sein. Auch Kooperationsprodukte dürfen mich verlassen. Von Kaimana habe ich hier das Styling und Volumen Spray. Das hat bei mir leider nicht so gut funktioniert. Also ich habe halt eine super sensible Kopfhaut und ich liebe das Leave-In davon. Definitiv. Ein ganz, ganz, ganz großartiges Produkt. Aber dieses Styling- und Volumenspray hatte ich auch schon gesagt, als wir die Kooperation gemacht haben, dass ich nicht weiß, ob das was bei mir funktioniert, ne, und dass es so hinhaut und ja, letztendlich hat es halt leider nicht funktioniert und dann gebe ich es lieber weiter, bevor es halt kippt. Two-in-One Baked Rouge Highlighter von Reva Loves Me ist ein Produkt, was man hier auf der Seite kann ich es als Highlighter verwenden, aber der Blush ist mir einfach zu schimmernd, zu krass. Das ist nicht nichts für mich tatsächlich, leider. Dann habe ich hier ein Puder aussortiert von Kosas. Das ist dieses hier, Airy Clouds Set. Ich habe mich da anfixen lassen mal von einer anderen YouTuberin. An und für sich ist das auch ein schönes Puder, aber ich greife da null zu. Ich weiß gar nicht warum. Und bevor das in meiner Schminksammlung halt versauert, gebe ich das lieber einfach weiter. Dann hatte ich hier auch relativ neu erst gekauft das About Face Blush in der Farbe Late. Also ich habe gedacht, das wäre wohl intensiv. Habe das auch noch nach dem Video noch zwei, dreimal ausprobiert in meinem Daily Routine Gedönsen. Sobald ich Puder drüber gebe, ist es weg. Es ist einfach weg. Und das finde ich schade. Das muss eigentlich nicht sein.
Und deswegen kommt es auch in meine Grabbelkiste mit hinein. Hier habe ich letztens erst von Charlotte Tilbury diese Beauty-Sachen mir gekauft von dieser Black Friday-Edition. Und wir sehen es alle, ne? Ich glaube, wir sehen es wirklich alle auf den ersten Blick. Die Farbe passt mir nicht. Ich habe die Farbe 1 mir in dem Bundle bestellt und die 2 hatte ich vorher da. Und die Farbe 2 ist mir einfach zu gelb. Die ist mir zu dunkel, die funktioniert bei mir nicht. Und ja, da bin ich froh, dass ich das durch das Bundle halt nochmal ein bisschen vergünstigt bekommen konnte. Die Romantic Gardens von Catrice ist auch an und für sich eine schöne Palette. Aber auch hier, wir haben ja sehr, sehr subtile Blushtöne drin, die ich jetzt so auch nicht unbedingt doll auf meinem Gesicht sehe. Ein Bronzer, der mir persönlich schon zu krass ist. Also da komme ich nicht so gut mit zurecht mit meinem blassen Ton. Das ist halt immer so eine Hit-or-Miss-Geschichte bei Limited Editions. Manche Sachen passen mir super gut, wie jetzt zum Beispiel auch diese Cream-Palette, die die dieses Jahr rausgebracht haben. Ne? Die hat so gut funktioniert und passt mir auch ganz toll. Aber diese Geschichte hier von den Highlightern 1A, von den Blushes, konnte ich die vielleicht so ein bisschen im Alltag tragen, wobei die beiden Töne mir zu hell waren. Und der hier, da musste ich ein bisschen mit aufpassen. Ja, und der Bronzerton war mir einfach zu dunkel. Ne? Und ich habe die jetzt auch ein paar Mal in die Hände genommen, als ich dann auch verreist bin und so, dass ich gesagt habe, ach Mensch, den nehme ich vielleicht als Verreisepalette mit. Hab sie dann angewendet und dann jedes Mal gedacht, nee, besser nicht. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist es besser nicht so, dass es bleiben sollte in der Sammlung, finde ich. Dann habe ich hier von Riva Loves Me die On My Desk Palette. Das ist diese hier. Ich habe keine Ahnung, was mich damals geritten hat, dass ich die Limited Edition gekauft habe. Denn die Blushes sind mir zu dunkel. Die Bronzer, da könnte ich vielleicht den hier verwenden. Und als Highlighter vielleicht einen Mix aus den beiden. Und dann ist mir das schon wieder zu kompliziert. Und ich persönlich finde, dass diese Palette auch einfach nicht sexy aussieht. Bin ich ganz ehrlich. Also mich spricht die nicht an. Die nimmt sehr, sehr viel Platz in der Sammlung weg und ja, deswegen ist sie nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Dann habe ich hier ein Schätzchen und das geht mir sehr, sehr leidig ab. Die Sculpting Glow Palette von Love mit Letizia Lehmack. Ich mag Letizia Lehmack so, so gerne. Habe auch so gerne ihre Pinsel da, habe sie mir damals gekauft. Und ich mochte auch so gerne diese Limited Edition von ihr mit Love in Kooperation. Aber das sind halt Töne, die ich so nicht tragen kann. Der Highlighter ist mir zu dunkel. Der Bronzer ist sehr, sehr schimmernd. Also nicht schimmernd, sondern der ist nicht matt, ne? Der ist so seidenmatt. Und das finde ich auf meinem Gesicht doch relativ fleckig. Der Blush ist schön. Den habe ich immer gerne getragen. Aber ja, leider eine Palette, leider, die mir eigentlich zu dunkel ist. Hier habe ich jetzt auch noch eine Geschichte von Glam Shop, ne? Habe ich mal bestellt. Ich dachte, das wäre Glam Light. Hab mich voll vertan. Hab mir ein Fullface gekauft. Vieles ist nicht mehr bei mir. Die Cherubina Palette ist das hier. Und ja. Ne? Der ist zu dunkel. Der ist schön, der Blush. Und die Highlighter sind einfach viel zu dunkel. Ja. Ne? Das ist halt die Sache. Wenn ich hier Sachen teste und so weiter, ist es die eine Sache. Aber es ist halt schön, wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, ob das ein Hit or Miss ist, eben für euch vielleicht so ein bisschen. Ne? Hier sind auch relativ viele alte Produkte drin. Also die gibt's auch so gar nicht mehr zu kaufen, denke ich. Yves Lom ist einfach eine Marke, wo ich die den Duft sehr, sehr krass finde. Das ist richtig krass kräuterig und das ist nicht meins. Hier hatte ich eine Maske, die hatten wir im Adventskalender drin, ich glaube von Glossy Box oder von Look Fantastic. Auf jeden Fall fand ich die gar nicht gut. Ich konnte die nicht auf meinem Gesicht haben. Ich konnte sie nicht ertragen und nee. Das muss nicht sein. Dann habe ich von LA Splash hier die Moonlight Glow. Die ist mir einfach viel zu krass. Die ist wunderschön von der Verpackung her. Hatten wir in der Box mit drin gehabt. Aber von innen, heidenei. Also dieses Puder ist mir selbst zu weiß. Das hat zu viel, also die ganze Palette hat viel zu viel Pigment drin. Das ist zu intensiv und die sind auch zu intensiv. Das ist nichts für mich, ne? Nee. Oh wow, wir kommen ja auch noch zu ganz, ganz schlimmen Sachen, Leute. Wirklich ganz schlimme Sachen. Die Bronze Away to Costa Rica Palette habe ich aussortiert. Das ist einfach ein Brocken und das ist die Bronzer und Highlighter Palette. Und ich habe mir mehrere Catrice Paletten, die ich so als Face Paletten habe, nebeneinander gelegt. Und da hat die halt leider verloren. Obwohl ich diesen Bronzerton, auch wenn er ein bisschen Schimmer mit drin hat, liebe. Da behalte ich die doch. Also dieser Ton hier triggert mich total, den mag ich gar nicht, diesen Schimmerton. Ne? Das ist ein viel zu dunkler Highlighter und kein Bronzer-Topper in meinen Augen. Die beiden Highlighter sind wundervoll und der Bronzer eigentlich auch, ich behalte die.
Okay, hab mich selber überzeugt, schön. Dann habe ich hier noch eine Cheek-Palette. Ihr seht, ich habe wirklich, ne, von den Catrice-Paletten mehrere nebeneinander gelegt und die wird definitiv gehen. Also der Blush ist schön. Der ist zu glitzernd, der Highlighter. Der ist ein Ticken zu dunkel, wenn auch eigentlich sehr, sehr schön. Aber der Bronzer hat dann auch schon wieder Schimmer mit drin. Also, ne, das ist dann halt nichts für mich. Ich hatte so gehofft, dass das tatsächlich auch ein matter Bronzer ist. Dann wäre das vielleicht noch eine Palette gewesen, die ich so auch behalten hätte. Aber nee. Nee. Dann habe ich hier von bei Beauty Bay die Bronze Blush Glow Palette. Habe ich in der falschen Farbe bestellt. Kann ich nicht anders sagen. Das ist die Bronze Blush Glow, genau. Ja, die ist einfach zu dunkel. Ja. Ja, alles zu dunkel. Einfach alles, was hier drin ist, ist einfach zu dunkel. Ja, die haben die auch in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die gekauft habe, ausverkauft war oder ob die hier jetzt in einem Bundle oder so mal mit drin war. Manchmal weiß ich selber nicht, was mich so reitet. Dann habe ich hier noch von Boost die Palette. Die hatten wir alle, glaube ich, schon in 5 Millionen Boxen drin. Ich habe da wirklich auch immer wieder zu gegriffen und sie immer wieder auch versucht zu benutzen. Aber ich muss unterm Strich sagen, dass ich sie einfach überhaupt nicht sexy finde. Überhaupt nicht Bock drauf hatte, sie zu verwenden, wenn ich sie dann verwendet habe. Und ich finde, Make-up sollte Spaß machen. Und dementsprechend sollte jede Palette, die man in die Hände nimmt, um sie zu verwenden, einen glücklich machen. Und die macht mich nicht glücklich. Dann gibt es hier noch eine von Charlotte Tilbury. Ja, ich habe mir meine Charlotte Tilbury Sachen so ein bisschen nebeneinander gelegt und da ist die halt leider dann, konnte nicht gegen die anderen anstinken. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene Charlotte Tilbury Face Paletten oder so. Die Instant Look in a Palette Stoned Rose Beauty Palette. Ne? Ja, an und für sich auch eine schöne Palette für einen dezenten Look oder eine schöne Reisepalette, aber ich habe sie nie auf Reisen mitnehmen wollen. Den Bronzer fand ich tatsächlich auch ein bisschen zu schwach und auch ein Stückchen zu orange für mich. Den Highlighter, den mochte ich gerne. Die Cheektöne habe ich dann miteinander gemischt, weil das sind sehr, sehr kleine Fändchen für Blushes. Das hat auch noch gerade so hingehauen, aber diese Eye-Töne fand ich jetzt auch gar nicht so ultra ansprechend und deswegen... So leid es mir tut, liebe Charlotte, aber dieses Produkt wird nicht bei mir bleiben. Auch ein Produkt, wo einem wahrscheinlich das Herz bei blutet, ist hier dieses hier von Hourglass. Ich habe verschiedene von diesen anderen Hourglass-Paletten und das hier ist die Ambient Light Added Mini Sculpture Unlocked, glaube ich, dass das der Name davon ist. Ja, Blush Bronzer Highlighter, aber ich finde sie, also sie ist eigentlich wunderschön. Also, weil du hast hier auch noch ein Finishing Puder mit dabei, ein Bronzer, ein Blush, ein Highlighter. Eigentlich ist die toll. Nee, ich leg mir die nochmal kurz zurück. Ich muss die nochmal, da muss ich nochmal gucken. Ja, ihr merkt, ne, das ist auch nicht für mich heute leicht hier. Weil ich bin wirklich in einem Mut durch meine Sammlung gegangen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, manchmal habe ich ja solche Momente, wo ich einfach irgendwie so, so befreiungsschlagmäßig, so, oh mein Gott, ich muss da jetzt und dam. Und dann stehe ich aber nachher vor den Produkten und denke mir, wirklich? Wirklich? Okay, ich habe hier von CoverFX diese Palette, die perfekte Face-Palette in der Farbe Light to Medium. Ja, die mochte ich tatsächlich dann letztendlich auch nicht so gerne greifen. Ich finde die Verpackung nicht so schön. Ich finde, dass hier kein Highlighter drin ist, der mir wirklich passt, außer dieser Brightener mit ganz viel Goodwill, aber das ist auch kein schöner Highlighter. Der Bronzer bzw. das Kontoprodukt ist mir zu dunkel, der Highlighter ist mir zu hell, zu dunkel, der Highlighter ist mir zu dunkel, der Blush ist super intensiv, das Finishing Powder ist zu glitzernd, also für mich jedenfalls, ne, und deswegen ist es auch eine, die geht. Ja, und CoverFX hat eigentlich richtig schöne Sachen, aber ich habe auch noch andere Sachen von CoverFX behalten. Von Ofra habe ich jetzt hier den Mini Highlighter Rodeo Drive aussortiert, einfach weil Rodeo Drive nicht meine Farbe ist. Der ist zu dunkel für mich. Ich habe den auch schon immer mal wieder versucht, dass ich ihm eine Chance gebe, aber man sieht es ja auch, ne? Der ist, also die Highlighter von Ofra sind hammermäßig. Ich habe ja auch noch einige von denen da, aber der war einfach zu dunkel. Das war nicht meine Farbe. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift von Rare Beauty. Ist ja mir alles gut da hinten. Ist wach geworden. ja, der war mir zu warm. Ich bin ja nach wie vor immer wieder auf der Suche, auf der verzweifelten Suche fast schon nach der perfekten Augenbrauenfarbe. Und da ich meine Haare halt einfach nicht färbe, jedenfalls noch nicht, orientiere ich mich halt auch an meiner Naturhaarfarbe, auch an meinen Naturaugenbrauen. Und das hier sah halt wirklich auch im Videoschnitt ganz, ganz furchtbar aus. Das mochte ich gar nicht leiden. Hier habt ihr das gesehen im Full-Face Adventskalender. Glam to go, da habe ich auch in dem Video schon gesagt, wunderschöne Palette. Aber nee, also
Das ist halt wirklich ein sehr, sehr eintöniger Look und es ist einfach nicht meine Palette. Ne? Da habe ich von Anastasia Beverly Hills andere Paletten, die mich einfach mehr catchen. Dieses Puder ist mir zu gelb und auch ein bisschen zu trocken. Von Kylie Cosmetics das Translucent Setting Powder, das ist dieses hier. Ja, das funktioniert bei mir leider nicht ganz so gut. Dann habe ich hier von Urban Decay eine Lidschattenpalette und zwar die On the Run Detour Palette. Eigentlich auch eine schöne Palette, aber zum einen ist Urban Decay nicht mehr so erhältlich und zum anderen habe ich immer wieder auch einen relativ ähnlichen Look damit geschminkt und ich habe mittlerweile auch Farben, wie zum Beispiel dieses Switchback, in anderen Paletten, zum Beispiel in der, die ich gerade drauf habe. Es ist von Beauty Bay, diese Metamorphic-Palette. Und deswegen ist die gar nicht mehr so super besonders für mich, diese Geschichte hier. Ne? Das ist ein wunderschöner Topper gewesen. Also wirklich, oder nicht nur Topper, den kannst du auch so auftragen. Ne? Machst du dir einfach so einen braunen Look, machst den Ton drüber. Fertig ist die Laube. Wunderschöne Farbe. Und sehr schön changieren, ne? Also, oder irisierend nennt sich das dann ja. Also eigentlich richtig schön, aber ich habe es in anderen Paletten, wo ich einfach auch mehr Farbauswahl habe. Yo, dann habe ich die Emily in Paris Limited Edition ausprobiert von Essence. Die Palette ist ja ganz hübsch, aber ich verbinde halt nichts mit dem Film. Und ich finde es auch mit dem Eiffelturm ganz süß, aber ich finde die Palette jetzt nicht so bombastisch. Also die wird jetzt nicht bei mir bleiben. Hätte ich jetzt irgendwie irgendein Fable zu dieser Emily in Paris, dann würde ich die sehr wahrscheinlich behalten. Habe ich aber nicht. Weiter geht die Bildreise. Hier habe ich noch ein Puder, yo, von Ofra. Das habe ich auch in meinem Full-Face Adventskalender verwendet. Airbrush Setting Powder Brightening Strawberry. Leute. Ne? Ich glaube, ich bin zu blass für dieses Puder, weil es war wie ein Blush. Und ich habe es unter meinen Augen und auf meinen Augen verwendet. Das sah wild aus. Wow, wirklich wow. Von YAX Beauty Line habe ich diesen Glow Bronzer auch in dem gleichen Video verwendet. Ich bin halt kein Fan von Glow Bronzern. Ne? Und der hat einen Schimmer mit drin. Das sieht bei mir halt einfach fleckig aus und das muss dann einfach nicht sein. Meine Meinung, ganz einfach so. Ne? Dann habe ich hier von Mai diesen Coral Blusher and Sunkissed Highlighter aussortiert. Den hatten wir auch mal in der Box mit drin. Da ist der Blush schön, den mag ich auch gerne. Das ist ein wunderschöner Ton, aber der Highlighter ist mir einfach zu dunkel. Und für mich persönlich ist das jetzt nichts. Und vielleicht freut sich da jemand anders drüber, ne? Der halt einfach so ein kleines Duo sucht. Das kann auf jeden Fall dann ein neues Zuhause finden. So. Jo, das habe ich auch ein bisschen in Anwendung gehabt, habe es dann aber aussortiert von Betty Barclay, das Happiness Deodorant. Das ist so, ja, zum Sprühen gewesen. Hat nicht geschützt, war einfach eher so ein ja, Bodyspray, ne? Und dafür war mir das dann halt irgendwie vom Duft auch nicht ansprechend genug. Nee, also das ist halt einfach ein Betty Barclay Happiness Duft. Das ist ganz süß, aber habe ich jetzt so für mich persönlich nicht unbedingt gebraucht. Hier habe ich eine Mascara, die wird aber dann zu Familie und Freunden kommen, weil alles, was ich so an Schleimhäuten aufgetragen habe, wird jetzt nicht irgendwie in Trash-Pakete wandern. Das ist klar. The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl von der Emily in Paris Reihe hat bei mir leider wirklich gar nicht so wirklich was auf den Wimpern gemacht. Deswegen, ja. Geht das dann einfach mal so seinen Weg? Dann habe ich hier etwas. Yo, Pat McGrath Labs. Hallöchen, Popöchen. Paradise Peony habe ich hier. Das ist ein Blushstick, der sehr, sehr dezent ist. Und der hat mich wirklich traurig gemacht. Nicht nur, weil die Verpackung super billig sich anfühlt, sondern auch, weil das Produkt nicht so intensiv war. Das war sehr, sehr dezent. Und ich kenne das eigentlich von den Pat McGrath Labs Blushes, dass sie sehr, sehr intensiv sind. Und der war einfach kaum sichtbar. Also für Leute, die nur sehr dezenten Blush mögen, vielleicht eine gute Sache. Keine Ahnung. Für mich war der auf jeden Fall nicht so sinnvoll. So, dann habe ich hier von NARS noch etwas drin. Und zwar ist es das Craving Dual Intensity Blush. Schaut so aus. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird aussortiert, ne, weil das habe ich auch schon in einem Trash-Paket bekommen und es sieht nicht mehr ganz so fit aus und ich glaube, das möchte ich auch unbedingt weitergeben. Deswegen, wow, entsorge ich das. Cherry Blossom von Bilou habe ich hier ein Bodyspray, das wird aussortiert, weil ich es halt einfach leider nicht verwende. Das tut mir auch tatsächlich dann sehr, sehr leid, aber ich greife da nicht zu und dann muss es auch nicht unbedingt bleiben. Huch! Oh. Hier hatte mir eigentlich jemand geschrieben, dass sie mir ihre Adresse schicken wollte. Die habe ich bislang noch nicht bekommen. Da warte ich noch drauf. Da habe ich nämlich hier aus einem Adventskalender, war das der Lua Maya Adventskalender, diese
ja, Vögel, ne, das waren diese Durchsteckohrringe, lege ich zur Seite. Da warte ich noch drauf, dass die Dame mir die Adresse schickt. Das hatte ich ihr nämlich geschrieben. Dann habe ich hier den Santorini von Zoeva in der Farbe Medium. Den habe ich ungefähr gar nicht auf meinem Gesicht gesehen, was ich sehr, sehr schade fand, weil eigentlich doch relativ vielversprechend. Dann von Eveline Cosmetics Sparkle Eyeshadow Palette habe ich jetzt aussortiert. Die sieht von außen wunderschön aus. Aber ich, naja, finde sie halt von innen halt schon sehr zurückhaltend, um das mal so zu sagen. Da habe ich andere von Eveline, wo ich tatsächlich auch lieber zu greife und die dann auch vielleicht ein paar mehr hellere Schimmertöne mit dabei hat, sodass ich ein bisschen mehr Auswahl habe, wenn ich dann dazu greife. Und genau, ja, da habe ich hiermit halt immer auch den gleichen Look geschminkt. Jetzt so Richtung Weihnachten, also ich drehe das Video jetzt im Anfang Dezember, ne, ist es tatsächlich auch eine Palette, die jetzt auch sehr gut passt. Also wo man dann entweder so kühle Look schminken möchte oder halt auch sehr warme, so mit diesem Feiergedönsen. Aber ja, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es jetzt nicht mehr so mein Vibe. So, dann habe ich jetzt gerade aussortiert von Pompon, den habe ich auch auf meinen Wangen, den habe ich dann nachher mit einem anderen Blush getoppt, diesen Blush-Stick, und der war leider ungefähr gar nicht sichtbar und das fand ich schade, den habe ich schon intensiv aufgebaut, ja, ließ sich auch gut aufbauen, aber sobald das Puder dann drauf kam, war er einfach weg und das ist schade, ne? Muss nicht sein, und gerade bei so Creme-Produkten ist es immer wichtig, dass man dann auch recht schnell zusieht, dass sie dann weiter wandern, damit sie nicht kippen oder so. Dann habe ich hier noch etwas von Pinkbox mit Steve Laurent, eine Lidschattenpalette Dancing in the Moonlight, die halt wirklich nur in dieser Umverpackung so schön aussieht. Von innen ist es halt die klassische, wir kennen sie alle, langweilige Geschichte, ne? Und ja, da drin haben wir dann auch nicht so die umhauendsten Farben. Klar kannst du hiermit wunderschöne Looks schminken und du kannst hiermit auch richtig toll was machen, ne? Aber mich persönlich haut sie jetzt nicht so ultimativ vom Hocker. Was mich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass wir unsere hellen Schimmertöne hier auch mit am Start haben und auch tolle matte Töne. Also theoretisch kann man damit richtig schöne Looks schminken. Ich finde sie einfach nur nicht ansprechend genug, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hier ist ein super schönes Quattro von Colourpop, On the Mango, das hatte ich in so einer Colourpop Mystery Box. Damit habe ich auch einen süßen Look geschminkt, aber ja, ne, es ist halt einfach ein kleines Quattro und das ist halt immer wieder nicht mehr in meine Hände gefallen. Und also eigentlich eine schöne Konstellation. Ich mochte auch gerne im Sommer diese Konstellation aus diesen beiden Orangetönen und dann mit dem Schimmer. Und das hier so ein bisschen zum Abdunkeln ist schon wunderschön gewesen. Ich habe die Töne aber in anderen Paletten. Nein, ich sortiere sie jetzt aus. Nein, 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 nein. Die Keep It Fresh habe ich hier von Make-Up Obsession. Das ist diese kleine süße Palette. Voll mein Vibe von den Tönen hier eigentlich. Aber diese Fändchen sind einfach so winzig klein. Und ich trage mir ja Schimmertöne auch ganz gerne mittlerweile mit dem Finger auch auf. Und da komme ich halt wirklich nicht so gut rein. Ich kriege das nicht so gut hin. Und ich kriege das auch nicht so intensiv aufgebaut, wie ich das gerne hätte. Und ja, deswegen wird die mich leider verlassen, obwohl die Konstellation der Farben richtig schön ist. Dann habe ich hier von Mesau da Milano die Glam Eyes Palette. Das ist diese hier. Auch das etwas, wo ich einfach nicht zugegriffen habe und die nicht so nach mir gerufen hat. Und deswegen geht sie jetzt einfach mal eine Station weiter in ihrem Leben. Das hier tut mir unheimlich leid, weil das ist eine Palette, die Sarah Isabel in ihrem Bundle drin hatte mit Cosmetic for Less. Und eigentlich verbinde ich diese Palette mit Sarah Isabel. Und das geht mir sehr, sehr leidig ab, dass ich sie jetzt aussortiere. Das ist die Make-Up Obsession Mood Palette. Und die schaut so aus. Da kann man auch wirklich schöne Looks mit schminken. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die einfach nicht so gegriffen habe. Und ja, mir persönlich auch viel zu wenig Schimmertöne hier drin sind. Und deswegen sucht diese Palette jetzt auch ein neues Zuhause. Genau. So. Die I Heart Revolution Mini Tasty Avocado Palette habe ich jetzt hier auch noch mit am Start. Ach Mann, ja, die ist eigentlich total geil. Also jedes Mal, wenn ich die verwendet habe, habe ich echt gedacht, wow, ne? Weil wenn ich dann halt auch so ein Glitterglue drunter gegeben habe, oh, ist immer schön geworden. Aber ich habe mittlerweile bei Beauty Bay Paletten zum Beispiel oder Odin's Eye Paletten, die eine viel, viel bessere Qualität haben, weil die Schimmertöne hier sind wundervoll, aber sie sind auch sehr, sehr flaky. Das heißt, im Laufe der Zeit flattern die auch einfach mal gerne komplett übers Gesicht. Und das war so meine erste richtige Grünpalette.
So begann meine Obsession für grüne Lidschattenlooks. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Da habe ich eine von Pixie by Petra. Ich hatte zwei Pixie by Petra Paletten und habe mich dafür entschieden, eine zu behalten, eine weiterzugeben. Die hier wandert weiter, weil sie einfach relativ öde ist. Ich habe hier keinen hellen Schimmerton drin. Auch hier wieder, ne? Dieses Orange mochte ich gerne und auch dieses Rot damit in Kombination, dann abgedunkelt mit diesem warmen Braunton. Ja, aber dann fehlte mir halt auch ein bisschen was, um da ein bisschen Inner Corner und so weiter Schimmer reinzubringen. Die Palette ist eigentlich auch sehr, sehr schön. La Splash. Hatte ich nicht eben? Ja, da hatte ich eine Face-Palette von, ne? Das ist diese Eyeshadow-Palette. Die hatten wir auch mal in der Box irgendwo mit drin. Die ist so wunderschön vom Packaging her. Ich mag diese Mandala-Geschichte und so, ne? Diese Traumfänger-Sachen. Eine wunderschöne, ja, Alltagspalette, aber gleichzeitig auch eine Palette, die du so für Glam-Looks verwenden kannst. Also das auf jeden Fall, das konnte ich auch immer sehr gut als Highlighter nehmen. Das habe ich mal als Augenbrauenfarbe versucht, das hat nicht ganz so gut hingehauen, weil es dann doch etwas dunkel und warm war. Schimmertöne, mega gute Qualität, aber es ist halt eine neutrale Palette und da habe ich halt recht viele von und dann muss man halt auch irgendwann mal gucken, dass das ganze Regal halt auch irgendwie mal nicht überläuft. Ne? Genau, hier habe ich jetzt eine Palette von Urban Decay. Das ist die Naked, welche? Mit Eisenberg, hier. Robin Eisenberg. Ja, leider keine gute Qualität. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die auch euch im Sale geholt habt. Vom Packaging her finde ich die total aufregend. Wenn ich sie aufmache und mir die Farben angucke, denke ich mir ja, wow, ich hätte richtig Bock, diese Blautöne zu verwenden, was aber leider auch nur ein Drittel der Palette ausmacht. Ich finde, dass diese Palette von der Qualität her sehr, sehr schlecht ist. Also Urban Decay hatte verschiedene Naked-Paletten, ne, oder hat verschiedene Naked-Paletten und ich habe auch noch verschiedene Naked-Paletten und das hier war eine mit der sehr unterirdischen Qualität und da habe ich sogar noch die Umverpackung von gehabt, weil ich die nur einmal verwendet habe und mir gedacht habe, auf gar keinen Fall bleibt die bei mir. Nun, dann habe ich hier noch eine Anastasia Beverly Hills Palette, die Riviera. Ich glaube, die habe ich mir auch mal aus dem Trash rausgenommen, habe sie ausprobiert und gemerkt, warum sie im Trash war. Auch hier ist die Qualität leider nicht so gut, wie man sie erhoffen würde. Ich habe es ja so hart gefeiert, dass ich hier eine bunte Anastasia Beverly Hills Palette hatte und habe mich auch sehr drauf gefreut, habe auch ein bisschen damit gespielt, aber letztendlich bin ich daran gescheitert. Also ich habe damit nichts Schönes hinbekommen, was ich auch wirklich den ganzen Tag auf dem Auge hätte tragen wollen oder ne, zeigen wollen. Und deswegen wird sie auch nicht bei mir bleiben. Ist schon hart, ne? Ich habe mich so drüber gefreut, als ich die im Trash gefunden hatte. Hier habe ich eine Kimchi Chic Palette. Hier finde ich einfach die Verpackung gruselig. Also ich finde es einfach, wenn ich mir das angucke, Das ist halt, ich mag nicht so gerne Paletten, wo die Menschen drauf sind, die die gemacht haben. Und mir fehlen hier super viele Schimmertöne drin. Mir fehlen helle Schimmertöne mal wieder. Du kannst hier so schöne neutrale Looks mitschminken, aber halt so richtig auch Kapitiers geben. Und ich weiß auch, dass ich auch mal online gestellt habe, ein Video, wo ich die verwendet habe, wo ich damit mega eskaliert bin. Und das war so schön, also so richtig Liner-mäßig kannst du das machen, ne? Dass du dir so eine Base aufträgst und Stück für Stück kannst du das dann auch so mit diesen Farben füllen, weil die sehr, sehr gut pigmentiert sind. Aber ich habe mittlerweile durch bei Beauty Bay oder durch Odin's Eye oder durch mittlerweile auch Essence und Catrice Paletten, mit denen ich einfach auch lieber arbeite als mit dieser Palette zum Beispiel. Und das war halt auch eine der Paletten zu Anfang meiner Ich werde Buntphase und deswegen habe ich die immer so gerne gehabt, aber jetzt mittlerweile, muss ich leider sagen, ist die einfach nichts mehr, was mich anspringt. Ne? Wenn ich dann halt auch so durch meine Sammlung durchgehe und mir denke, Mensch, welche Palette verwende ich heute und so, wenn ich nicht irgendwie gerade mir sowieso Produkte für ein fixes Schminki rausgesucht habe, ne, dann ist es nie eine Palette gewesen, die ich extra in die Hand genommen habe. Ja, das ist sehr schade. Dann habe ich hier eine Palette von Juvia's Place, The Tribe. Das ist diese hier. Und ja, die ist einfach eine sehr schöne Palette. Also eigentlich ne, auch eine ganz angenehme. Aber diese Fännchen sind ja echt krass. Ja, und ich bin halt einfach irgendwie gar nicht mehr so emotional bei Juvia's Place. Und dementsprechend, ja,
kann die halt jetzt auch einfach weitergehen. Ne? Das ist so meine Einstellung. Ich konnte damit sehr schöne grüne Looks machen. Das war so mein Vibe, dass ich den Ton und den Ton verwendet habe. Vielleicht ein bisschen noch mit dem hier abgedunkelt, aber nicht unbedingt. Und da habe ich echt, also schöne Looks mit geschminkt. Ne? Aber ich habe jetzt auch andere grüne Paletten. Die sind... Vielleicht bleibt die doof. Das ist halt so ein richtiger Gelb-Schimmerton. Das ist halt nicht wirklich Gold, es ist halt wirklich Gelb, ne? Ist halt auch relativ speziell. Dann habe ich hier die Toffee Brown Palette von Huda Beauty, Toffee Brown Obsessions. Die fand ich einfach nicht so ansprechend für mich. Also eine wunderschöne Nude Palette, gar keine Frage. Aber ich fand die Schimmertöne schwierig und ich fand auch hier tatsächlich, also ich persönlich, ne, konnte einfach mit diesen matten Tönen auch nicht so schön arbeiten. Die haben sich nicht, bei mir persönlich, nicht so gut verblenden lassen. Und ja, also wenn ich jetzt auch hier so in die Schimmertöne reingehe, normalerweise knallen die Schimmertöne ja immer richtig derbe. Und der hier, der knallt. Aber die anderen sind doch eher Toppertöne, oder? Und ja, dann macht das halt einfach nicht so viel Freude. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ja, der Kupferton, der geht ab wie ein Zäpfchen. Aber die anderen beiden waren jetzt topper. Nee, da kann jemand anderes sehr glücklich mit werden. Dann habe ich hier noch eine riesige Palette, die einfach Platz frisst, weil ich sie einfach nicht verwende. Von Catrice die Royal Idols Palette. Die war ja mal in so einer richtig krassen Limited Edition auch mit dabei, wo ganz, ganz viele Sachen auch mit dabei waren. Die war riesig, die LE. Ne? Ich friss ja kein Brot, aber andere werden da vielleicht einfach glücklicher mit. Meine Einstellung. Dann habe ich hier noch weitere Paletten. Einmal von Riva Loves Me, diese ja Greetings from Lisbon. Leider haben diese Töne auch nicht so die Qualität. Riva Loves Me hat mittlerweile auch sehr schöne andere Limited Editions rausgebracht. Und ich finde, dass sie sich halt auch gefühlt mit jeder LE nochmal verbessern. Aber hier... hast du nicht so viel Spaß mit, ne? Und die ist halt sehr, sehr matt. Also du konntest halt diesen Ton, das habe ich auch gerne gemacht, einfach dann so als Topper nochmal drüber geben, um dann irgendwas zum Schimmern zu bringen. Aber an und für sich hast du hier nur drei schimmernde Töne drin. Vielleicht den hier unten auch noch mit dabei. Alles andere ist matt. Und es ist halt eher eine pastellige Palette. Also du hast hier nicht so super krass intensive Looks mitmachen können. Diese Lancôme-Palette wird aussortiert. Das hier ist eine wirklich sehr, sehr... schwierige Palette. Dann habe ich hier ein Fixing Spray von Eveline Cosmetics, was einfach viel zu viel Glitzer in mein Gesicht gegeben hat. Also das ist mehr so ein Body-Shimmer-Spray und weniger ein Setting-Spray, meiner Meinung nach. Effekt Glow, Effekt Blur, also hier steht auch drauf Face and Body Mist. Ne? Also ich würde es jetzt nicht mehr so im Gesicht anwenden, weil das war schon heftig und der Sprühstoß war halt wirklich intensiv. Ne? Dann habe ich hier eine ganz, 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 ganz alte Palette, Violet Voss, das ist die Hashtag-Palette. Und da greife ich halt nur deswegen zu, weil ich da halt denke, Mensch, Nostalgie. Von Love, die Self-Confident Eyeshadow-Palette habe ich hier. Ja, die Schimmertöne hiervon sind der Hammer, also die sind super buttrig, weich und super schön. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr kühle Palette. Ist nicht so ganz mein Vibe. Ne? Also ich persönlich habe null Inspiration, wenn ich diese Palette sehe. Und ja, Inspiration sollte man schon durch die Produkte dann ja auch bekommen. Genau, in dieser Lisbon-Geschichte habe ich auch noch diese Eyeshadow-Palette hier, die Ocean Atlantico, die ich auch aussortiere. Auch hier wieder von der Qualität leider nicht so hammermäßig, wobei dieser Ton sehr, sehr schön war. Ja. Nee, Platz für Neues. Die Warsaw Soft Brow Oil Geschichte von Benefit habe ich in Kooperation zugeschickt bekommen. Habe ich ein paar Mal angewendet, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so mein Vibe. Ich verwende ja Augenbrauenserum. Und ja, da hatte ich dann gesagt, einen Tag Augenbrauenserum, einen Tag Augenbrauenöl. Nee, also flasht mich persönlich jetzt nicht so. Ist in der Applikation auch ein bisschen schwierig, ne? Die hier von Tarte habe ich so oft in meinen Händen gehalten, immer wieder überlegt, sortiere ich sie aus, dann habe ich sie wieder zurückgeräumt. Und jetzt ist es schon wieder so. Ich habe sie in den Händen und denke mir, boah, bist du schön, du glitzerst mit deinen Pailletten und mit diesem Goldkram um die Wette. Die war auch damals reduziert, als ich die bei Sephora gekauft habe. Eine der ersten Sachen, die ich bei Sephora gekauft habe. Mich persönlich stören nach wie vor der Press Glitter. Die Schimmertöne hier drin sind butterweich, wunderschön, rieseln aber runter wie sonst was. Also wenn ich da nicht 5 Kilo Glitterglue unten drunter verwende, dann habe ich verloren. Die Mascara und der Eyeliner, die hier drin sind, sind mittlerweile sicherlich gar nicht mehr gut, aber nun... ja, und ansonsten hast du hier sehr zurückhaltende, sehr entspannte, matte Töne drin.
womit man wunderschöne Alltagslooks schminken konnte. Aber für wunderschöne Alltagslooks habe ich andere Paletten. Und ja, das hier. Schon wieder, dass ich überlege, ne? Oh, nein, ich muss die jetzt wirklich einfach mal aussortieren. Es kann auch sein, dass ich wieder an meine Kiste rangehe und mir die raushole, ne? Das ist echt weird bei mir. Gut, dann habe ich hier eine Palette, da habe ich mich anfixen lassen. Von der lieben Katrin, von Katrins Welt und so. Weil ihr sah das so wunderschön aus. Diese Stila-Palette, Happy Hour, das ist bei mir so dermaßen überhaupt nicht schön geworden. Und auch die nächsten Male, wenn ich die verwendet habe, sah das immer so schmutzig aus. Ja, wahrscheinlich, weil wir halt diese matten Töne hier haben, die eher in die kühle Richtung gehen, was nicht so unbedingt zu mir passt, ne? Die Schimmertöne, wunderschön. Aber auch hier, gerade bei diesen Tönen und dem auch, muss man ein bisschen aufpassen, weil die sehr, sehr stark rieseln. Da brauchst du wirklich auch gut Glitterglut runter. Und dann diese beiden sehr soften Schimmertöne, die aber auch sehr schön aussehen. Aber nee, also die hier muss jetzt leider gehen. So hochwertig wie sie ist, so schön wie sie aussieht. Ich persönlich habe sie einfach nicht schön auf mein Lid, auf meine Augen bekommen. Ich meine, ich da auch reingehe, ihr seht es jetzt auch gleich, ne? Das ist schon sehr flaky, aber wunderschön. Also der alleine, einfach nur aufs Auge, ne? Den in die Lidfalte rein, den hier vielleicht so ein bisschen auch noch zum Ausblenden oder so, in Transition Shade gedönsen, bla. Dann einfach nur den dann, und dann schön in der Corner Highlight. Der ist schon schön. Überrede ich mich gerade schon wieder, ne? Palette ist so schwierig, aber so schön. Und ihr seht es hier auch direkt, ne? Allein durch Swatchen hat der schon so, dass der sich auch ausbreitet. Und das hast du halt auf dem ganzen Gesicht. Und egal, ob du deine Base vorher oder nachher machst, der rieselt dir durch die ganze Geschichte. Nein. Nein, nein, nein. Puh, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich von Lumen Stay Definition Long Lasting Mascara. Die hat bei mir leider auch nicht so die Baba Boom Lashes gemacht, wie ich mir das gerne bei Mascara nun mal wünsche. Und deswegen ist es dann einfach vorbei mit uns beiden. Hier habe ich eine Palette von Jouvia's Place La Mariposa. Damit bekomme ich keinen schönen Look hin. Ja, und das ist dann tatsächlich das Problem. Wir haben hier nämlich auch diesen Press Glitter auch mit dabei, den ich eh nicht verwende. Das heißt, ich habe sowieso nur 5 Töne zur Wahl und damit kriege ich es einfach nicht schön gebacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist die Farbkonstellation sehr, sehr schwierig, sodass ich da einfach mich jetzt auch von trenne. Ich meine, dass ich mir die sogar mal gekauft habe, eben auch in diesem Bunt-Sein-Game, ne? Aber nicht mein Vibe. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta aussortiert, die leider überhaupt nicht sauber gemacht hat. Bennett Anna Coco Mania. Ja, und ganz nebenbei war der Geschmack halt auch wirklich gar nicht so genial. Also ich brauche nicht unbedingt eine Zahnpasta, die nach Essen schmeckt. Ne? Also ich mag gerne frische Zahnpasta und verwende das auch sehr gerne, habe gerne dieses frische Gefühl im Mund, aber das war jetzt leider nicht so meins. Die hier habe ich damals so geliebt, weil ich die auch so bunt fand, von Love Devotion Extended Vibes Edition Palette. Ich habe viele Lidschattenpaletten aussortiert, einfach weil ich da im Regal aufgeräumt hatte. Ne? Und das war damals so toll. Du hast jetzt 2 matte Töne drin, die du aber auch mit allen Tönen hiervon kombinieren kannst. Und wenn ich die jetzt auch wieder ansehe, dann denke ich mir, oh, weiß ich nicht. Eigentlich ist es echt wieder nostalgisch hier, ne? Vibration war so der Ton. Oh, der war so geil. Und das war sowieso die Zeit von diesen Tönen, ne? Hieß der nicht damals Mac Club und alle haben ihn quasi imitiert? Das ist so, ja, als Basis hast du eher so ein Lila und dann ist dann da drüber dieses Grün und der alleine auf dem Auge war schon richtig geil. Aber das ist halt auch alles sehr, sehr staubig und nicht mehr Status und, also nicht Status, nicht mehr das, wie heutzutage halt die Lidschatten sind, so meine ich das, ne? Status quo, oder? Weiß ich nicht. Naja, dann habe ich hier noch eine Mascara, die hat mich so enttäuscht. Die Full Sleeve von Kat Von D oder KVD oder KVD Vegan Beauty oder KVD Beauty, wie auch immer. Der Liquid Liner, Liquid Concealer von Uncorrupted Beauty habe ich in verschiedenen Farben zugeschickt bekommen. Meine habe ich behalten und ich liebe ihn. Ich finde ihn wirklich klasse. Das hier dürfte die dunklere Farbe sein. Ich weiß jetzt nicht, wo steht denn hier die Farbe drauf? Ivory. Und ich habe Porcelain, glaube ich, behalten. Dann habe ich hier eine Pinselseife aussortiert, die einfach gar nicht gut war. Das ist diese hier. Die kommt aber weg, ne? Ja.
die ist einfach zu fest gewesen. Die hat nicht wirklich geschäumt, die hat nicht wirklich Produkt abgegeben, hat nicht wirklich harmoniert. Darüber hatte ich mich im Adventskalender von Rossmanns Healthcare mega gefreut, aber ich kriege dieses Haarband nicht zum Halten. Das ist so glatt, dass es nicht an meinen Haaren hält. Ich wollte das halt nehmen, wenn ich mir so meine Morgenroutine drauf mache oder so, dass ich meine Haare halt zurückmache, weil ich das so hübsch finde. Und ich hätte es auch gerne im Alltag getragen, aber es hält nicht bei mir. Mein Kopf ist wahrscheinlich dafür zu groß, weil das immer wieder nach hinten floppt. Dann habe ich hier von Revolution den Liquid Blush Super Dewy, der leider bei mir auch zu fleckig geworden ist. Den habe ich jetzt hier, hatte ich auch irgendwie in einem Adventskalender oder so mit dabei. Und You Got Me Blushing ist, glaube ich, die Farbbezeichnung. Ne? Genau. Dann habe ich hier eine Foundation, die ist aber, glaube ich, mittlerweile einfach schlecht. Ja, die hat sich so ein bisschen separiert. Butter Believe It Foundation von Physicians Formula habe ich schon verwendet, aber ne, war okay, war aber jetzt nichts, was mich so aus den Socken gerissen hätte. Von Charlotte Tilbury habe ich hier einen Lippenstift in der Farbe Pillow Talk. Das ist so ein richtig schöner Klassiker. Ich weiß aber, dass ich den niemals im Leben aufbrauchen werde und ich habe ihn in der sehr, sehr kleinen Variante jetzt in der Surprise Mystery Bla Geschichte drin gehabt, sodass der hier dann weiter wandern wird. Der wird sich sicher jemand drüber freuen und ich habe ihn halt in einer kleinen Version und habe dann vielleicht irgendwann die Möglichkeit, den aufzubrauchen. Von Waterdrop habe ich hier auch was reingeschmissen und zwar Coconut Pineapple, also Kokosnuss und Ananas. Fand ich ganz furchtbar. Ich liebe Kokosnuss, ich liebe Ananas, aber die beiden in Kombi war total gruselig, also mochte ich gar nicht. Das hier hat leider gar nichts bei mir gemacht von Lumen. Das Brow Care Fixing Gel hat keinen Halt gegeben und muss deswegen weggehen. Dann haben wir hier noch von Sephora das Transparent Clear Brow Gel, dem es genauso ergeht wie dem von Lumen, weil es leider keinen Halt gibt. Den Lip Pencil Soft and Precise von Essence in der Farbe Be Mine 105 sortiere ich aus, weil er nicht mehr gut ist und auf meinen Lippen nicht gut war. Dann habe ich in der Farbe Blond den Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills, der bei mir irgendwie ganz merkwürdig aussieht. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ocker nicht. Also der sieht halt zu warm irgendwie aus. Also ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach der perfekten Farbe. Der will gerade gar keine Farbe abgeben. Der traut sich nicht mehr. Muss mal ein bisschen rubbeln. Also der ist halt zu, geht zu sehr ins Gelbe. Wie soll ich das sagen? Ihr seht's ja, ne? Ich glaube, ocker trifft es tatsächlich ganz gut bei dem. Ist überhaupt nicht meine Farbe. Einfach mal so unterm Strich gesagt. Hier habe ich ein Parfum von Estée Lauder, das habe ich von der lieben Anja bekommen. Wie heißt du denn? Radiant Mirage, genau. Das ist eine Probe gewesen und da habe ich nur einen Sprüher von aufgetragen. Und alle bei uns zu Hause haben sich beschwert und haben Kopfschmerzen bekommen. Also ich musste duschen nach diesem Parfum. Das ist zu intensiv und zu, gar nicht meine Welt tatsächlich. Dann habe ich hier auch noch von Uncorrupted Beauty in der Farbe Cream den Concealer. Auch den, ja, das ist nicht meine Farbe. Ich habe die ja auch geswatcht, deswegen gehen die ins Trash. Dann habe ich hier noch von Pixi by Petra das Brow Gel Brow Tamer. Auch hier viel zu wenig Halt, überhaupt nicht mein Vibe. Dann gibt es hier noch diverse Paletten. Die Phase Zero Palette, Bare Necessities habe ich hier mit am Start. Finde ich unsexy. Also eigentlich eine schöne Palette, die man, also den Bronzer mochte ich eigentlich ganz gerne, aber ja, der Blush war halt so ein Allerweltsblush, der halt auch Schimmer mit drin hatte. Für mich persönlich zu viel Schimmer. Und die Lidschatten, schöne Pigmentierung, sehr, sehr tolle Farben, aber für mich irgendwie zu langweilig. Und deswegen ist sie dann weitergewandert. Hier habe ich eine Palette von Revolution, die ich von außen wunderschön finde. Megastar Diamond Edition. Also wie hübsch kann man ein Palettendesign erstellen? Ja. Und von innen ist es aber halt basic, 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 basic. Ne, habe ich nicht zugegriffen, werde ich nicht zugreifen. Hier habe ich von Zara ein Produkt, da habe ich euch auch mal ein Fullface zugeschminkt. Blush, Bronzer und Highlighter, die sind auch noch nachfüllbar, wenn man möchte. Warum macht man solche Fähnchen? Du kommst doch niemals mit einem Face Brush da richtig rein. Gut, der Highlighter geschenkt, das ist in Ordnung, da kommst du mit einem Highlighter-Pinsel rein. Bei dem Blush vielleicht, aber der Bronzer, sehr, sehr schwierig. Auch wenn die Farben sehr, sehr gut für mich gepasst haben. Die Fähnchen aber leider nicht. Von Wanda Beauty habe ich das Trip for Two Blush and Bronzer Duo. Nee, das hat mir nicht gefallen. Der Bronzer ist tatsächlich wieder ein Schimmerprodukt. Der Blush ist auch wieder ein Schimmerprodukt. Ich mag Schimmerblushes an und für sich schon. Aber dann muss quasi die Basefarbe von dem Blush
so gut sein, dass man den Blush auf den Wangen sieht und er halt einen leichten Glow hat. Ne? Das ist so meine Einstellung zu Shimmer Blushes. Das hat dieser hier nicht so ganz hergegeben. Und Bellini war halt auch wirklich ein sehr, sehr heller Blushton, wie man ja auch sehen kann. Und Costa Rey, also der Bronzerton, war mir zu schimmernd leider. Dann habe ich auch noch die Urban Decay Naked Flushed Palette aussortiert. Da muss ich tief durchatmen, weil eigentlich würde ich die ungern aussortieren, aber warum macht man sowas? Warum macht man in ein Fännchen Blush, Bronzer und Highlighter rein? Warum? Ne? Ja, und der Bronzer ist halt leider auch echt warm und ich, nee. Sophia und Mabey haben wir hier auch noch mit dabei. Von der Umverpackung her ist das immer überhaupt nicht schön. Ich weiß nicht, warum macht man das? Und vor allem für den Preis, das Ding ist ja auch eigentlich recht hochpreisig. Flashing Lights Cheek and Glow Palette habe ich hier. Und da haben wir einen viel zu dunklen Highlighter und einen viel zu dunklen Blush. Also, nee. Ja, jetzt sind wir nämlich auch so ein bisschen bei ja meinen ganzen Paletten. Ne? Das ist Wahnsinn, wo ich aktuell am Durchräumen bin. Von Clio, die Pro Eye Palette. Koreanische Beauty ist tatsächlich eher dezent unterwegs. Und das sehen wir auch in dieser Palette. Die hatten wir, glaube ich, in einem Adventskalender mal von YesStyle oder so drin. Heieiei, ist es halt eine absolute Basic-Palette. Dann habe ich hier noch ein paar Face-Paletten, einmal von Smashbox. Es ist dieses Star Bright Cheek-Palettenprodukt mit drei verschiedenen Produkten. Blush, Bronzer und Highlighter. Zu dezent. Das kann ich einfach so sagen, ne? Also das, und der Highlighter ist auch einfach zu dunkel. Das muss nicht sein. Ja, Sleek, ne? Face-Form, Contouring und Blush-Palette. Ich bin aktuell wirklich hart dabei, meine Sleek-Produkte auch auszusortieren. In der Farbe Light habe ich das hier. Es ist halt irgendwie gar nicht mehr so, dass man da überhaupt Produkte auch so von verwendet oder da hat. Und ich glaube auch, das habe ich nie verwendet. Das war Ewigkeiten einfach nur in meiner Sammlung. Ist auch großartig, ne? Das spricht natürlich auch Bände, ja. Nö, das wird verlost. Das wird in der Verlosung sein. Ich glaube, das kommt dann ganz sinnvoll in der Verlosung, ne? Ja. Dann habe ich hier von Rival Loves Me, nein, von Rival de Loop Meets Q10 Face Palette. Schwierige Palette. Eigentlich schönes Konzept, dass du Bronzer und Highlighter hier drin hast, aber dieser Highlighter ist mir zu glitzernd. Der ist tatsächlich sehr, sehr kühl. Der ist mir zu dunkel. Der Bronzer, der ist toll. Ja. Deswegen. So, habe ich jetzt hier die letzte Geschichte? Ja, das ist jetzt die letzte Geschichte. Und das tut mir auch ein bisschen weh. Love mochte ich so gerne. Schade, dass die nicht mehr in den Drogerien zu finden sind. Oder dass es die einfach generell nicht mehr gibt. Ne? Muss ich wirklich sagen. I'm More Than Gold. Das ist diese riesige Palette. Und die ist auch mehr als nur Gold. Die hat auch normale Nude-Töne mit dabei. Die ist auch auf der warmen Richtung und eigentlich schön und gerne und so, aber nur zum Angucken nehme ich die. Aber ich verwende die halt nicht, ne? Nee. Ja, wow. Also, es ist viel, ich weiß. Es ist auch wieder krass und über das eine oder andere muss ich wahrscheinlich noch ein paar Nächte schlafen. Aber es muss sein, dass man da halt auch mal so ein bisschen die Sammlung wieder auf links dreht, ne? Glaube ich schon. Schreib gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du zuletzt aussortiert hast. Das würde mich auch mal interessieren. Das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.